Hallo, herzlich willkommen, Tag 4, Teil 2, Let's Play or Not Die von Parasite Eve, einer Mischung aus Final Fantasy und Resident Evil, würde ich es nennen. Und wir schauen mal, wie es hier im Hospital weitergeht. Habe ich jetzt einen Raum eigentlich verpennt? Ich will schauen, ob es nochmal in die andere Richtung geht. Achso, hier sind wir gecrashed mit einem Fahrstuhl, dessen Kabel getrennt worden. Kann man in die Schublade gucken? Seht ihr, hat sich doch gelohnt. Autopsy Key. Manchmal lohnt es sich nämlich echt, mit Dauerfeuer an der Wand lang zu rennen. Ihr wisst das. Okay, und wir sind, wie gesagt, mit dem Fahrstuhl runtergeknallt. Eve hat uns hier quasi eine Falle gestellt. So scheint es zumindest. Kommen wir jetzt hier lang eigentlich? Door locked. Okay, wie ist es hiermit? Was ist das? You need the blue card key. Hey, das ist ja wie in Doom. Damit kenne ich mich aus. Das kann ich schon. Hier war ich doch schon, oder? Ist hier nicht der Fahrstuhl runtergeknallt? Ist das nicht der Fahrstuhl? Nee, offensichtlich nicht. Hier ist ein Raum. Oh, hier sind bestimmt schöne Sachen. Gehen wir mal mit Dauer vor. Seht ihr, da hinten blinkt was? Oh, aber ein Kampf erstmal. Ach Leute, ich wollte doch mal die Knarre ausprobieren. Das mache ich das nächste Mal. Ich verspreche das. Okay, 1, 2. Also 46 und 11 hab ich eben gerade abgezogen, richtig? 46. 46 ist critical. Und normaler Schaden ist um die, na gut, 31. Also 31 bis 46. Die Geschwindigkeit ist wahnsinnig langsam. Und das Langsame ist, oh, Level up, schön. Aber leider keine neue Funktion. Also keine neue Parasite Power. So Leute, ich will es mal echt mal ausprobieren, die Knarre. Die ist jetzt natürlich noch ungepimpt und hat diesen Dreifach-Trenner. Das heißt, der Schaden wird auf 3 Schuss aufgeteilt, leider. So, mal gucken, ob ich da rankomme. Was haben wir da? Vielleicht die Blue Keycard? Fuse. Ach, genau. Ich muss nämlich, weil ja der Strom ausgefallen ist, muss ich Sicherungen sammeln. Fuse 1 habe ich. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch mehrere andere Fuses geben, die ich sammeln muss. Oh, hier ist ja schon die nächste Knarre. Und guck mal, die hat ein Spezial. Und die hat viel mehr Base-Schaden. Oh, Leute, guck mal. Hier, schaut mal. Ach, das ist ein Grenade Launcher. Nee, seid mir nicht böse, aber Grenade Launchers interessieren mich herzlich wenig. Was mich höchstens interessiert, ist dieser Böppel, der da unten drin ist. Da ist, glaube ich, Gift ist da drin. Könnte ich ja mal reinschauen, ob man das rauskriegt, was das ist. Den Grenade Launcher. Nee, Moment, ich will meine Knarre pimpen und ich will aus dem Grenade Launcher dieses Teil raus. Tranquilizer. Seht ihr, und den Tranquilizer, das wäre eine coole Sache, weil dadurch werden die Gegner, ich glaube, langsamer. Also es ist ja ein Betäubungsmittel. Das heißt, damit kriegen wir die Feinde ein bisschen, tranquilisiert. Huch. Ich verliere langsam die Übersicht. Hope you enjoy your stay. Nee, wisst ihr was? Hier kam ich ursprünglich her. Aber bevor ich hier jetzt wieder zurücklatsche, will ich doch erstmal die andere Tür nochmal checken. So. Man muss ja ein bisschen systematisch vorgehen. Schauen wir mal. Diesmal kein Kampf. Habe ich nochmal Glück gehabt. Hat sie die Tür jetzt gefunden? Ja, manchmal sieht man es erst daran, dass sie ganz langsam auf die Tür zugeht. Ist ja super. Maya, wait, it's me. Why are you dressed in those clothes? You must be cold. Okay. Schauen wir mal, ob sie hier ran kann. An die Schränke. Keinen einzigen Schrank kann sie öffnen. Das ist ja schade. Und was ist hier vorne noch? Ach, da war auch noch ein Gang. Leute, es sind mir ein paar zu viele Gänge hier. Ich komme durcheinander. Schauen wir mal erstmal die Tür hier an. Das war der Schlüssel, den ich gefunden habe, den sie jetzt benutzt hat. Das müsste ja dann der Untersuchungsraum sein. Hier sind schon Flecken auf dem Boden. Oh, guck mal, die Leiche. Verbrannt. Und ein schöner Kampf. Ja, ach so, Knarre ausprobieren. Also, die andere war 31 bis 46. Oder bis 42. Na, wir versuchen mal. 19. Wie viel ist das zusammen? Also 20, 60 ungefähr. Und das andere, naja. Aber die andere Waffe war auch gepimpt. Aber habt ihr gesehen, wie schnell die ist? Das heißt, selbst bei 3 Schüssen ist sie immer noch schneller als die Rifle. Ich glaube, ich werde die Rifle austauschen, weil dieses Langsame ist einfach tödlich. Wollen wir das machen?
dann pimpen wir erstmal unsere Waffe. Und das Schöne ist ja auch, ich kann dann nachher ja auch mit einem geeigneten Tool diese 3 Schuss hier rausreißen, also entfernen. Dazu brauche ich zwar ein super Tool, aber ich glaube, ich habe sogar noch eins in der Truhe, oder? 28 wäre critical. Ich glaube, die Waffe wäre es mir tatsächlich wert. Wollen wir das mal machen? Weil die Rifle ist eh zu langsam. Komm, wir pimpen mal kurz. Und zwar, den Tranquilizer ziehe ich mir nachher hier raus. Und hier ziehen wir uns erstmal die ganzen Bonuspunkte raus, würde ich sagen, oder? Die Rifle ist eh zu langsam. Ja, komm, Mut zur Lücke. Los, Rifle weg. Dafür ist meine Knarre jetzt wieder stärker. Und irgendwann pimpe ich das Ding. Das glaubst du aber. So, ein Tool verloren. Ein Tool weg. Und eine Knarre weg, also die Rifle. Dafür aber... Oh, hier ist noch eine Kiste. Gut versteckt. Ein Tool! Ja. Soll ich hier schon den Tranquilizer reinziehen? Und Offense plus 1. Komm, soll ich das machen? Auf jeden Fall die Offense 1 erstmal drauf. Ich glaube, wir holen uns mal den Tranquilizer, oder? Wollen wir das machen? Puh. Würde ich 4 Bonuspunkte verlieren, hätte aber einen Betäuber. Nee, ich mach's später. Ich sammle lieber ein paar Super-Tools. So wichtig ist der Tranquilizer jetzt auch nicht. Glaube ich zumindest. Wollen wir es vielleicht auch mal heilen? Wäre das mal was? Ein bisschen zumindest. Ja, komm. Super. Vielleicht auch nochmal voll heilen, weil... Macht ja nichts. So. Denn die Parasite Power, die kommt ja eh wieder. Die kommt ja neu nach. So, jetzt wollen wir mal schauen, wie stark wir jetzt sind. Statt 19 Punkte Hitpoints haben wir jetzt 23. Ne, ist doch nett. Und 34 ist auch okay. Und denkt dran, es sind ja 3 Schüsse, ne? Und vorhin waren es ja nur, 2. Also wenn man die Punkte zusammenzählt, sind wir ungefähr bei dem Schaden der Rifle jetzt. Ungefähr. Und jetzt stellt euch mal vor, ich kriege diesen blöden Dreifachschuss da raus. Ja? Und dann würde die Knarre tatsächlich mit einem Schuss alle Kraft machen. Wie viel Zeit man da sparen würde und wie schnell man dann wieder loskäme hier. Achso, und ich habe eins vergessen. Ich bin ja aufgestuft. Das heißt, ich habe noch ein paar Bonuspoints zu verteilen eventuell. Das wäre auch nochmal eine interessante Sache. Schauen wir mal, ob wir noch Bonuspunkte haben. Ja, einen könnte ich vergeben. Und ich sage ganz ehrlich, Active Time kann man nie was falsch machen. Weil umso schneller man fertig ist, umso schneller kann man natürlich schießen. Oh, noch eine Schatzkiste. Inventory voll. Ja, komm, wir exchangen mal kurzzeitig gegen Cure Poison. Das benutze ich eh selten. Kann den CR Evade benutzen. Ja, natürlich auf meine Weste. Und haben wir noch irgendwas, was man hier aussortieren kann, was mich nicht interessiert? Momentan. Komm, so ein QM benutze ich eh nicht, oder? Discard. Es kann nie schaden, ein bisschen mehr Platz im Inventar zu haben. Außerdem die Medicine 2. Naja, ich lasse sie erstmal drin. Man weiß ja nie, was passiert. Ist hier noch irgendwas? Ein Doda. Jetzt guckt sie sich den Doden an. Blue Card Key. Okay, super. Den brauchte ich ja. Ist hier oben noch was? Ja, wahrscheinlich eine Fuse, nehme ich an. Schon wieder Inventory full? Ey, Leute. Na gut, dann werde ich mal diese ganzen Cure Poisons und so weiter entfernen, weil dafür habe ich jetzt zur Not eh die Parasite Energy. Komm, eine Medicine 2 kann auch nochmal weg. Und ich glaube, das nächste Mal, wenn ich aufstufe, mache ich mal wieder mein Inventar einen Slot größer. Ich hätte echt vorhin nochmal in die Polizeistation fahren müssen und diese Tokens von Maeda weggeben sollen, was? Die kosten einfach zu viel Platz. Oh, hier ist Atomstrom drin. Da sind wir mal ein bisschen vorsichtig. Na gut, zur Feier des Tages ein Schlückchen grünen Tee. Und vielleicht suchen wir jetzt mal den Sicherungskasten, damit wir, ja, auch endlich mal wieder Platz haben. Hier unten war ich auch noch nicht, ne? Könnte hier das Treppenhaus sein? Ja, aber, nee. Eher so, mehr so nicht. Hier kommt man gar nicht lang, was? Nicht ein Millimeter komme ich hier rein. Na dann, hier vielleicht? Nix. Okay, na dann
wird das auch nichts. Dann sparen wir uns einfach komplett diese Stelle. Haben wir sonst hier alles gemacht? Ich glaube schon, ne? Die Tür ist immer noch geschlossen. War das der Fahrstuhl hier? Ja, das war der Fahrstuhl. Und die andere Seite war natürlich auch gesperrt. Das heißt, ich muss jetzt... Genau, jetzt habe ich ja den Blue Card Key. Das heißt, ich kann jetzt nochmal durch das Lager durch. Beziehungsweise ging das nicht hier sogar gerade durch? Genau. Das müsste eigentlich ausreichen. Ja, ja, ja. Blue Card Key. Und dann geht's weiter. So. Bam. Oh. Discarded. Okay, jetzt habe ich auch endlich wieder ein bisschen mehr Platz im Menü. Inventar. Hihihi. Maya wieder. Oh, jetzt habe ich den Text weggeknipselt. Egal, da stand was. Glaubt mir das mal einfach, dass da was stand, okay? Geht's hier auch lang? Oder kam ich daher? So much for using the stairs. Okay, wieder ein Treppenhaus im Eimer. Wieder eine Sache, die rumliegt. Wieder das Inventar voll. Oh, Fans plus 1. Super. Sowas liebe ich, weil das macht die Waffe direkt stärker und das, der Platz im Inventar ist wieder frei. So. Können wir direkt die nächste Schatzkiste aufmachen? Mikro-Uzi. Oh. Streuschuss. Nee, das brauchen wir gar nicht. Die Waffe ist schon mal Bullshit. Das heißt, das Erste, was wir hier machen können, ist uns die Bonuspunkte ziehen und haben wieder auch ein Tool frei. Wollen wir mal machen? Genau. Mikro-Uzi. Holen uns die Bonuspunkte rüber. Mikro-Uzi ist verloren. 2 Plätze im Inventar frei. Alles super. Hier ist noch eine Tür. Was ist da? Seitdem. Ah, okay. Ein Schrank. Irgendwas drin? Nee, ach, eine Schatzkiste wieder. Ein Tool, na super. Nee, will nichts reinschmeißen in die Truhe. War hier nicht auch noch ein Kampf? Ja, wollte ich gerade sagen. So viel Platz, da muss ein Kampf kommen. Oh! Ja, schönen Dank. 2 Ziele. Ich schieße mal lieber auf den Typ. Oh, 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 übel. Jetzt bin ich natürlich... Gucken, ein Schuss auf die Kugel, ne, das reicht nicht. Aber auf die Kugel will ich nicht schießen, weil ich glaube, wenn ich auf die Kugel schieße, dann ist die Kugel weg, aber der Typ noch da. Okay, siehst du, wenn ich den Typ fertig mache, ist die Kugel auch weg. Achso, diese Pure Ems wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. Was haben wir denn hier für ein Kram? Hier leuchtet was. Hier ist ein Kasten. Kannst du an den Kasten ran? Nee, Kasten ist nichts für uns. Hier irgendwas, Schubladen. Ach, hier liegt was auf dem Boden. Was haben wir hier? Fuse 3. Alles klar. Super, das heißt, wir haben jetzt alle 3 Fuses. Mehr, hoffe ich, gibt's nicht. Oh, noch eine Kiste. Ja, ich will exchangen. Und zwar gegen die Cure M, die ich eh nicht haben will. Medicine 2. Yes! Okay. Na gut, machen wir so. Ich habe eh gleich wieder volles Inventar, volle Inventarplätze, sobald ich die Sicherung endlich los bin. Hier liegt auch nichts mehr. Alles klar. 3 Inventarplätze mehr. Das. Oh, hier ist ja noch ein Weg. Ach so. Huch. Moment. Ach, jetzt bin ich wieder hinten. Aber wieso ist die Tür auf einmal kaputt? Hätte ich das jetzt irgendwie verstehen müssen? Okay, erstmal die Sicherungen rein. Das habe ich schon mal. Ja, ja. Manche Texte muss man einfach nicht lesen, oder? Was habe ich jetzt gemacht? Wahrscheinlich. Okay. Ach, das ist auch noch kaputt. Oh, ich denke immer, das ist ein Stillscreen, aber man kann da latschen. Eigentlich ein bisschen sehr strange. Nee, nee, mach mal wieder aus das Ding. Nummer 1, Sicherung. Nummer 2, Sicherung. Nummer 3, Sicherung. Und dann... Was mache ich jetzt? Habe ich jetzt richtig gemacht? Repair Wires. Siehst du, das klingt doch besser. Mach mal schön. Hätte ich das auch machen können, als Strom an war? Das ist eine gute Frage, was? So. Toggle on. Yes, yes. Na, wenn jetzt der Fahrstuhl nicht mehr funktioniert oder nicht wieder funktioniert, dann weiß ich auch nicht. So, jetzt erkennt man auch was. Schön. Okay. Gut, dass es 2 Fahrstühle gibt. Ach, guck mal, jetzt ist auch eine ganz andere Kameraansicht, die einen direkt die Aufmerksamkeit auf den Fahrstuhl lenkt. Sehr gut, sehr gut. Hier war ich überall schon, ne? Ja, eigentlich muss ich hier nichts mehr machen.
Gut, na dann fahren wir nach oben. Oder? Bing. Schlückchen Tee, während wir auf den Aufzug warten. Ach, der ist ja schon da. Dann eine Gelee-Bohne. Oder mehrere. Sehr sauber. Aber sauer ist gut. Oh, guck mal. Maya and me. Ach, Momentchen mal, Leute. Wir sind ja gar nicht ganz oben. Achso, ich brauche den Green Key, ne? Stimmt. Na dann. Hoffen wir mal, dass wir den Green Key finden. Oh, jetzt auch noch hier ein Kampf. Aber könnten wir auch mal wieder... Lümmel. Wisst ihr was? Ich hätte mal wieder Bock, meine Parasite Energy einzusetzen. Wollen wir mal machen? Energy Shot. Yes. Und los. Schade ist, dass man immer nur einen trifft. Achso, das vergesse ich. Das vergesse ich immer. Man steht ja dann doof da. Eigentlich mehr so für den letzten Feind praktisch, ne? Jetzt bin ich nämlich schön vergiftet und verliere Energie. Das ist nicht ganz so super. Finde ich nicht so aktiv. Oh, das war jetzt auch Verschwendung, ne? Drei Schüsse auf einen Gegner, der gleich schon tot war. Eins, zwei, drei. Ich könnte echt noch mehr starke Waffe gebrauchen. Eins, zwei, drei. Diesmal war es besser aufgeteilt. Okay. Gut. Ja, nimm den ganzen Schrott mit, dann kann ich ihn wegschmeißen. Schmeiß ich eine weg. Okay, Leute. Ich mache einen Heal. Und noch einen. Ja, hier eins dürfte reichen. Nee, dürfte nicht reichen. So, und dann vor allen Dingen mal ein bisschen das Inventar wieder cleanen. Die Cure Peace benutze ich eh nicht. Und die Cure Peace benutze ich eh nicht. Weil ich eh faul bin und warte, bis der Modus vorbei ist. Okay. Achso, warte mal, da hinten war noch eine Tür. War ich da schon drin? Nee, die ist, glaube ich, erst jetzt offen. Was haben wir denn hier? Einen Raum, würde ich schätzen, oder? Vom Prinzip her. Oh, Leute. Und ich kann hier echt schlecht ausweichen. Ich glaube, ich mache erstmal den fertig, dann hört das mit diesen Giftpfützen auf. Weil die wirklich nervtötend sind. Oh, 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 komm schon. Boah, und dann explodieren diese Bälle auch noch. Das ist echt Link. So, jetzt reicht's. Du bist dran, Junge. Schön nachladen mittendrin. Aber er wartet ja glücklicherweise, bis ich fertig bin. Ist ein sehr liebes Monster. Level up! Yes! Schön! Oh, diese Cures will ich ja gar nicht haben. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Habe ich genug Bonuspunkte, um mal wieder was zu reißen hier? Oh, was macht sie jetzt? Patient, I don't know about you two, but I'm getting out of here. Ja, dann, ja, mein Segen habt ihr. Mr. Newsbaum, what is your medication? What about your medication? It's no use to me if I'm dead. Da hat er recht, der Mr. Newsbaum. Are you okay? Yes, thank you. However, a nurse is trapped in the other room. Could you help her out? Yes. Mache ich natürlich. So, Bonuspoint. Seht ihr, ich habe schon wieder einen Bonuspoint. Okay, den Cure M schmeiße ich wieder weg. Und ein Bonuspoint kommt diesmal auf Item Capacity. Oh, seht ihr das? Beide wurden auch bei dem Level-Up schon erhöht. Das heißt, ich habe sowieso schon dank dem Level-Up... Oh, da war eine Schatzkiste versteckt. Yes, ein Parasite Energy Plus. Den nehmen wir gerne. Cool. Da war eine Schatzkiste. Hier komme ich nicht dran. Wieder Dauerfeuer auf die Umgebung. Hier vielleicht noch was im Schrank? Nee, nix. Okay, dann gehen wir mal einen Raum weiter. Da soll ja noch jemand getrappt sein. It's a trap, mäßig. Was haben wir hier? Ein Kampf natürlich. Naja, naja gut. Uah, Leute. Komm schon. Das Viech will ich als erstes mal dran kriegen. Stehe natürlich genau in der Säure. Nur ist zu spät. Aber ich habe Glück. Hey, Wahnsinn. Die hat mich nicht mal gekriegt. Ach, die nehmen mir so wenig Energie mittlerweile weg. Dank meiner coolen, coolen Rüstung. Da kann ich ruhig mal ein bisschen mich treffen lassen, damit es sich auch lohnt. Man muss ja auch so eine Rüstung auch ausnutzen, sonst lohnt es sich nicht. So. Schön, seht ihr das? Ich bin mittlerweile so stark, dass jeder nur einen so einen Modi braucht. Das macht natürlich Sinn. Okay. This room, I've seen it before.
Ah, erinnert ihr euch? I'm getting hot. I know I've been here before, but why? What was I doing here? Das, diesen Raum haben wir nämlich in den Visionen bisher schon gesehen. Wisst ihr das? Aya, Maya und beide. Na dann. Und das, der Typ ist bestimmt Dr. Klamm. Der sieht schon so aus. Ist das nicht übelst mysteriös, dieses Spiel? Macht doch Spaß. Okay. Wollen wir mal schauen, was hier noch so ist. Ach, da ist ja die Nurse. I thought I was done for. Thanks. Glad to help. But you could help me even more by telling me where the doors next to the elevators lead. The storage areas of the hospital. That's where we keep oxygen tanks and our main supply of liquid nitrogen. What do you use liquid nitrogen for? I don't know. Here. Take this green card key and find out yourself. I'm not staying to see what happens next. Alles klar. Ach man, ich wollte ja noch speichern. Green card key. Thank you. Dann lauf mal weg. Oder? Nö? Ne? Wolltest du nicht? Nö? Ne? Na, dann bleib halt da. Was macht sie jetzt? Winken. Oh, habe ich mich eingesperrt? Nee. Oh, das wäre ja was gewesen, wenn ich jetzt hier eingeklemmt wäre. Oh, jetzt rennt sie weg. Lauf! Run, Forest, run! Okay, mal gucken, ob ich jetzt hier in den Schrank rankomme. Da ist doch bestimmt was drin. Nein, nichts drin. Aber hier ist noch eine Schatzkiste. Und neben Krankenhausbetten legt man immer SP-Jackets. Schauen wir mal, ob die mir irgendwas bringt. Aber ich gehe mal davon aus, eher nicht. Nee, vielleicht kann ich ja noch mit dem Tool da was rauszerren. Wollen wir mal schauen? Ein Punkt. Soll ich dafür mein Tool verschwenden? Ja, ich finde bestimmt noch ein paar Tools. So, Hauptsache mein Inventar ist wieder frei. Im Spiel wird es schon noch ein paar Tools geben, oder? Vielleicht gibt es auch mal im Kampf wieder eins. Das wäre ja auch schön. Hier unten steht sonst nichts rum. Außer Waschbecken, Krams und Folterwerkzeuge. Oh, noch ein Kampf? Das ist aber auch eine Seltenheit, oder? Dass ein Kampf kommt, obwohl man den Raum nicht mal verlassen hat. Und ich habe nicht mal meine Energie aufgeladen. Und ich habe noch angegeben, dass ich hier mir ruhig mal Schaden zufügen lassen kann, weil ich ja eh so stark bin. Und jetzt gehe ich gleich drauf, weißt du? So, Leute. Oh, das waren zweimal Critical. Das war cool. So. Eins, zwei, drei. Okay, okay, okay. Ein bisschen kritisch wird es jetzt schon. Eins, zwei, okay. Lauf, lauf, lauf. Obwohl, alles locker. Kein Problem. Oh, null. Was? Wie viel Schaden? Drei oder null? Ich kann es manchmal echt schwer lesen. Okay, nehmen wir alles. Wisst ihr was? Ich habe jetzt so viel Medicine 2. Ich glaube, ich werde die erstmal ein bisschen benutzen. Und den Rest machen wir mit Parasite Energy. Na gut, ein Heal One reicht. Alles klar, nice. So, na dann, gehen wir mal speichern. Oh, Cola. Cola-Geschmack, lecker. Oh, ich meine, hier war was drin, aber irgendwie... Trading Card, cool. Ich wusste doch, irgendwas war da. Was man sich so alles merkt, hm? Über die Jahre. Ich will doch nur speichern. Viele Dinger. Schaut euch mal mein Let's Play Through von Day of the Tentacle an. Die Dinger sehen nämlich fast genauso aus wie die Tentacle Jury beim Schönheitscontest. Und die bewegen sich auch genauso. Wer Day of the Tentacle noch nicht kennt, der darf sich das Let's Play Through nicht anschauen, sondern muss erst das Spiel durchspielen. Komm, machen wir mal hier. Eins, zwei, drei. Solange ich meine Schüsse verteilen kann, will ich es auch noch ausnutzen. 1, 2, 85. Okay. Ja, Ammo nehmen wir. Ammo belastet ja auch das Inventar glücklicherweise nicht. Speichern wir mal. Ja, will ich. I will. Achso. Ja, na dann los. Speicher, Speicher. Okay. Und dann würde ich sagen, den nächsten Teil schaut ihr euch später an.